das ist der beste Bagel, den ich je gehabt habe. Und darum zeige ich euch heute, wie man den macht. Ihr braucht Bagel, Frischkäse, Avocado, Eier und Figasenf. Dann könnt ihr zuerst euer Bagelbrötchen toasten und dann das Rührei machen. Das könnt ihr dann einfach noch belieben würzen und dann die Avocado in zwei Teile schneiden. Die zwei Teile könnt ihr dann in so kleine Stückchen unterteilen und die dann auf die eine Bagelhälfte drauflegen und dann auch wieder gut würzen. Auf die andere Bagelhälfte gebt ihr den Frischkäse drauf und nehmt hier Figasenf dazu. Ich schwöre, das ist so geil. Dann müsst ihr nur noch das Rührei dazugeben und den Bagel zutun und schon habt ihr euren fertigen Morgen. Und ich sage euch,